Moin Moin Achievement Hunter, Susaku hier mit dem Erfolg, bleib cool. Dafür sind wir im Thron der vier Winde beim ersten Boss, das Konklave der Winde. Das sind drei Stück, einer befindet sich hier, wo wir gerade stehen, einer rechts davon und einer links davon. Ihr könnt über diese Plattformen hier mit dem Wind springen und die einzelnen erreichen. Diesen Erfolg kann man alleine machen, ist aber etwas schwer. Ich würde euch ihn empfehlen, mindestens zu dritt zu machen und im NHC, wenn ihr ihn so wie wir im HC machen wollt, solltet ihr mindestens einen Heiler dabei haben, weil es auf Dauer sonst doch etwas viel Schaden reinkommt. Wenn ihr euch dann alle hier gesammelt habt, und zwar bei Nasir heißt er, glaube ich, bin mir nicht sicher, ist auf jeden Fall der Frosttyp, hittet ihn einmal an und danach einfach nur noch warten. Jetzt ist es wirklich einfach nur noch warten. Ihr bekommt jetzt alle paar Sekunden einen Debuff, der sich Windkühle nennt. Und zwar braucht ihr von dem 7 Stacks, also 7 Stapel insgesamt. Und wie gesagt, der kommt so alle paar Sekunden. Zwischendurch hört der Boss auf zu casten. Bei uns etwas doof gewesen, dass unser DK, der hier in der Gruppe war, ihr seht, der steht etwas abseits und hat deswegen nicht ganz so viele Stacks bekommen und musste erst später nochmal zu uns kommen, um auch die Stacks einzusammeln. Wie gesagt, jeder Mitspieler im Raid, also wenn es nur einer ist, natürlich nur einer. Wenn ihr zu dritt seid, alle drei, und wenn ihr so wie wir sind, 5 Leute, dann alle 5 benötigen 7 Stacks. Also nicht jeder einen, sondern alle 7. Wenn es dann soweit ist, dass ihr alle 7 Stacks habt, verteilt ihr euch auf die verschiedenen Bosse. Also einer ist noch rechts vom Boss, einer ist links vom Boss, jeweils ein Spieler hin, und dann haut ihr die um. Wenn einer umgehauen worden ist, habt ihr nur eine gewisse Zeit, also der Boss castet dann etwas, bis er wieder am Leben ist. Es müssen alle drei gleichzeitig down sein. Also wenn alle drei diesen Cast am Casten sind, erst dann gelten sie als besiegt. Im HC ist der Cast weitaus kürzer als im NHC. Das ist wichtig zu wissen, falls ihr den Erfolg alleine machen wollt, müsst ihr oder solltet ihr ihn auf jeden Fall im NHC machen. Macht sonst keinen Sinn. Hier ist eine Zwischenphase. Normalerweise hat man bis hierhin 7 Stacks, so wie wir auch, verteilt sich, bevor diese Zwischenphase beginnt, und klöppelt die dann um. Sollte es passieren, dass ihr noch nicht 7 Stacks habt, müsst ihr hier stehen bleiben. Mit Pech passiert es, dass die ablaufen. Bei uns ganz knapp gewesen, fast wäre dem DK seins abgelaufen. Und sobald auch er seinen 7. Stack hatte, haben wir uns halt wie gesagt verteilt. Ich bleibe hier stehen. 2 Spieler nach rechts, einer nach links oder so. Und dann haben wir die umgehauen und damit hat man den Erfolg dann auch schon. Wie gesagt, alle 7 Stacks dann umhauen. Ganz, ganz easy. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch noch viel Spaß beim Nachmachen dieses Erfolges. Vergesst nicht das Abonnieren und Kommentieren. Lasst ein Däumchen da, falls es euch gefallen hat oder weitergeholfen hat, und macht Vorschläge, welche Erfolge ich euch noch zeigen soll. Euer Susako.